Heute ist Samstag. Heute gibt es die Game News und wir sehen uns gleich wieder. Wie ihr bereits hinter mir und wahrscheinlich auch oben in der Ecke sehen könnt, geht es heute um GTA 5, denn es wurden ein paar Ankündigungen gemacht. Einerseits eine eher traurige Nachricht, würde man sagen. Die PC-Version wird wieder verschoben und zwar von dem 24. März auf den 14. März. Weiterhin mit der Begründung, dass noch weiter daran gearbeitet werden muss. Besonders bei den Online-Missionen, Heist-Missionen und so weiter muss noch weiter getüftelt werden, um sie für die PCler besonders gut zu gestalten. Auch die grafische Weiterentwicklung war, wie es aussieht, noch ein bisschen sehr schwer für Rockstar. Aber hoffentlich wird es nicht mehr weiter verschoben. Langsam verliere ich auch mal die Hoffnung dran. Dafür werden alle Vorbesteller entschädigt, denn die kriegen zu den 500.000 im Online-Modus, die sie sowieso schon bekommen, nochmal 200.000 hinzu, also 700.000 zum Start des Online-Modus und nochmal 500.000 als Vorbesteller im Offline-Modus. Das ist doch mal eine gute Nachricht. Die zweite gute Nachricht ist nämlich, dass die Heist-Missionen für die Konsolen endlich am 10. März, also in 2 Wochen ungefähr, released werden. Das freut natürlich alle, die Konsole spielen können. Und die PCler müssen eben da noch darauf warten, aber dafür werden sie zum Release direkt auch fertig sein. Als nächstes geht es um den Commodore 65. Der war nämlich ein Prototyp und sollte als Nachfolgermodell zum beliebten Commodore 64 rauskommen. Leider ging die Firma pleite und somit kam das auch niemals raus. Aber die Prototypen wurden noch zum Schluss verkauft, um noch ein paar Rechnungen zu decken. Diese Prototypen sind heutzutage fast nur noch bei Sammlern anzutreffen oder eben, wenn man ganz viel Glück hat, bei Auktionen bei eBay. So wurde letzte Woche ein Commodore 65 Prototyp auf eBay versteigert für über 20.000 Euro. Das ist der höchste Preis, der bisher dafür bezahlt wurde, aber nicht unerwartet. Denn, wie bereits erwähnt, sind sie stark limitiert. Man weiß aber nicht, auch was für eine große Zahl. Manche sagen zweistellig, andere dreistellig, manche sogar vierstellig. Man weiß es leider nicht und man wird es wahrscheinlich auch niemals rausfinden. Aber es ist doch mal schön, dass so ein alter Computer immer noch so viel Geld bringt. Da hätte man gerne doch noch einen. Zu Sony's Morpheus, zu der Oculus Rift, so ein bisschen zu Microsofts Oculus Augmented Reality Brille, kommt jetzt noch Valve mit seiner VR Brille raus. Die soll Steam VR heißen und kommt wahrscheinlich zusammen mit der Steam Machine. Somit baut Valve langsam ein großes Sortiment an Konsolenangeboten raus. Wobei Steam VR natürlich auch mit dem PC funktionieren wird, aber natürlich auch mit der Steam Machine. Die wird ja auch mit PC-Spielen laufen, somit werden die kompatibel sein. Und langsam lässt sich mal vermuten, dass wir vielleicht wirklich einen sehr guten Start haben wird, da sie bereits die PCler und die Konsolenspieler verbinden. Und da alles kompatibel ist, kann man es auch gerne nachträglich nochmal kaufen. Es bleibt noch abzuwarten, wie sich der Virtual Reality Markt entwickeln wird. Besonders da noch keine vollkommen funktionstüchtige Brille raus ist. Aber sobald die ersten kommen werden, sehen wir mal. Ich persönlich glaube nicht, dass die Virtual Reality Brillen wirklich so einen großen Boom machen werden. Ich werde auf jeden Fall keine kaufen. Ich finde es einfach ein bisschen umständlich, egal wie beeindruckend das sein mag. So eine Brille zu tragen und dann mittendrin zu sein, das soll ja sehr, obwohl die Grafik nicht besonders ausgereift ist zurzeit, soll es trotzdem sehr realistisch sein. Aber ich persönlich finde, ich habe es zwar noch nicht getragen, ich werde es wahrscheinlich auch mal probieren, aber ich glaube nicht unbedingt, dass es wirklich so gut ist, so bequem, aber auch ein bisschen störend, wenn man so einen großen Klotz vor den Augen hat. Da wäre zum Beispiel Sony's Morpheus noch eher so ein bisschen in meinem Stil, weil das ja so ein bisschen kleiner und handlicher. Aber bleibt abzuwarten. Und das war's wieder für heute. Hier rechts seht ihr noch 2 Videos und noch eine kleine Ankündigung. Und zwar, dass am Dienstag nächste Woche ein Livestream nochmal stattfinden wird. Hoffentlich. In dem wir so ein bisschen
zocken werden. Ich weiß noch nicht, was genau, werden wir noch gucken. Es wird vorher natürlich noch ein Ankündigungsvideo rauskommen. Und wir werden mal sehen. Vielleicht recherchieren wir auch zusammen ein paar News, das wäre ja auch nochmal was. Und ansonsten sehen wir uns dann nächste Woche wieder am Donnerstag. Bis dahin, tschüss.